KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, guten Tag. Auch von mir ist der Erik. Hallo. Hallo Erik. An euch und an die Hörerinnen und Hörer. Wie geht's? Na, es geht so, würde ich mal sagen, ne? Die Weltpolitik macht ja doch etwas depressiv, würde ich mal sagen. Ja. Also, ich hoffe mal, dass jetzt auch der letzte Querpfosten aufgewacht ist, dass der Putin es vielleicht doch nicht so gut meint, wie da manche so, hey, das ist der große Heilsbringer, der macht alles und naja. Ich kann aber es soll hier, glaube ich, nicht um Weltpolitik gehen, oder? Ja, vielleicht kann man das doch mal als Einleitung mal kurz mal bringen hier aus aktuellem Anlass. Aus aktuellem, gut, dann würde ich einfach auch sagen, hört auf in diesem scheiß Kriegsgeballer, das bringt einfach gar nichts. Auf jeden Fall. Das ist dumm. Kostet unnötig Menschenleben und wir sind 2022 wohl doch noch nicht so weit, wie viele gehofft haben, dass wir sind. Es gibt halt immer irgendwelche Idioten auf der Welt und andere Idioten, die denen hinterherrennen. Und wir haben doch den 18er-Tag, man kann ruhig sagen, es gibt schon ein paar dumme Arschlöcher und blöde Wichser auf der Welt. Also das kann man, denke ich, schon deutlich sagen. Da muss man nicht mal 18 sein, um das sagen zu können. Ja. Aber aus eigener Erfahrung kann ich berichten, wir sind ja quasi in russischer Besatzung aufgewachsen und da war keine Kriegszeit, da war Friedenszeit und die haben sich da schon benommen wie Arschlöcher und ganz schlimme Sachen veranstaltet. Also das war wirklich gerade mal Kilometer entfernt. Also das ist schon Trend zwischen der Politik und dem, wenn wir sagen, der Russe, heißt ja nicht, dass alle Russen so sind, das ist auch nicht, dass alle deutschen Nazis sind. Ja, nee, ich verallgemeine ja nicht, ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung, die bei uns waren, die Besatzungstruppen da in der Stadt, die haben sich benommen, und wurde natürlich auch von oben her gedeckt, da war dann war ich dritte Klasse oder so, da haben die in der Parallelklasse, sind die Russen, die haben besoffen ein Kind totgefahren aus meiner Parallelklasse und denen ist überhaupt nichts passiert, also die sind wirklich von oben alles gedeckt worden und alles. Und die haben sich in Friedenszeiten schon so, die haben rumgeballert in ihrer Kaserne, das hast du immer bis uns gehört. Und möchte ich nicht wissen, wie die sind, wenn Krieg ist und was man so hört, ist ja auch nicht krass. Auch da, wie gesagt, es gibt überall Arschlöcher. Naja, aber das zog sich über Jahre. Also ich glaube nicht, dass es Einzelfälle waren. Wenn, dann waren es sehr viele Einzelfälle. Und ja, ich hoffe, das ist bald irgendwie zu Ende, obwohl ich ja kein Ende gerade sehen kann, wie das weitergeht. Es schaukelt sich ja von beiden Seiten ja extrem hoch. Und, naja. Ich hoffe mal nur nicht, dass die dann irgendwann hier bei uns vor der Tür stehen. Ich glaube, da wird dann auch der letzte Querpfosten aufwachen, dass es vielleicht doch keine gute Idee war, die ganze Putin-Propaganda so aufzunehmen und weiter zu verbreiten. Ja. Wenn man das gesehen hat, hier, was weiß ich, Ken Jebsen oder so, der da wirklich alles verbreitet hat, was da kam. Naja, aber musst aufpassen, der zeigt dich an, der verzerrt dich vor Gericht. Ganz bestimmt. Oder ist das von der Kunstfreiheit gedeckt? Aber das hat er doch gemacht, das ist da jetzt keine. Ist da jetzt, ja. Das wird man doch noch sagen dürfen. Um mal die eigene Rhetorik zu gebrauchen von den Querpfosten. Ja. Na gut. Okay, dann werden wir uns mal ein paar Filmen widmen. Also, wir hatten noch vor Kriegsbeginn hatten wir noch einen sehr amüsanten Film in der Sneak Preview gehabt. Nämlich Jackass Forever, über den werden wir mal reden. Der hatte ja tatsächlich in Amerika mehr Besucher gehabt als Moonfall und hat da Platz 1 der Kinocharts erobert gehabt. Hat wahrscheinlich auch damit was zu tun, dass eben viele nach der langen, ja doch stressigen Pandemiezeit doch mal was Lustiges sehen wollten, was einfach nur dämlich ist, wo man einfach mal abschalten kann und so. Dann sprechen wir noch über den Scream-Film, der nur Scream heißt. Also ist eigentlich, wenn man die Nummerierung fortsetzen würde, Scream 5, um mal das festzumachen. Escape Room 2 haben wir uns angeschaut. Und ich sehe noch in der Liste Saw Spiral. Und ich habe noch einen schönen Liebesfilm geschaut. Der heißt Book of Love. Ja, mal gucken, ob wir dazu noch kommen oder ob wir uns schon bei den anderen zu sehr verwirren. Und eine neue Serie ist auch dabei, Pam und Tommy. Weiß ich überhaupt nicht, worum es da gehen soll. Wer ist Pam, wer ist Tommy, keine Ahnung. Ja, schauen wir mal. Und eine Rätselecke, da bin ich heute dran, glaube ich. Muss nachher noch schauen, ob ich was habe. Ich habe was. Beginnen wir doch mal. Vorbereitet, Erik.
Jack is Forever, das ist so der Film, über den können wir wahrscheinlich am allerlängsten bisher in allen Sneak Preview und Kinocast Folgen die Story wiedergeben. Es ist einfach alles, was man bisher eh schon kennt, aber halt als Film. Stunts, irgendwelche ekligen Sachen, Pranks. Hausgemachter Blödsinn. Alles gesammelt, genau, die alten Recken sind wieder mit dabei, die irgendwann vor... Hallo, mein Name ist Johnny Knoxville. Die irgendwann vor 20 Jahren oder wann das war, angefangen haben damit. Und ja, die haben sich ja schon diverse Male wieder getroffen für irgendwelche Filme, seien es nun direkte Jackass-Filme als auch Spin-Off-Filme wie hier dieser Bad Grandpa oder auch Action Point mit Johnny Knoxville oder auch, ja, da gab es ja noch diverse andere Filme. Und ja, jetzt hier wieder ein neuer Jackass-Film, wobei jetzt hier auch schon so ein bisschen eine nächste Generation hochgezogen werden soll, mit denen ich aber irgendwie mit keinem so richtig connecten konnte, muss ich sagen. Also da konnte ich mit den anderen damals irgendwie mehr connecten und ja, also ich weiß nicht, ich habe schon wieder die Namen alle vergessen, wer da jetzt dabei sein soll. Ich oder den Namen auch vergessen. Wer da jetzt quasi den Fackelstab überreicht bekommen hat, das habe ich alles wieder vergessen. Ich glaube, das ist auch völlig irrelevant. Mittlerweile gibt es ja so viel davon, von irgendwelchen Pranks. Da gibt es ja YouTube-Serien, auch im deutschen Raum und sowas, irgendwelche Pranks. Bis hin zu irgendwelchen, ja, Stunts, die irgendwie gemacht werden. Ich glaube, es hat schon eine ganz schöne Vorbildwirkung gehabt für viele und deswegen stand ja auch immer die Tafel mit da, dass man es nicht nachmachen soll. Haben natürlich trotzdem viele gemacht. Gerade heutzutage mit Kameratechnik. Damals, da war das ja noch ein Ding, so mit Kamera und Fisheye-Objektiv und sowas. Das war schon nicht jedermanns Sache, das hat nicht jeder gehabt. Aber heutzutage kann das ja jedes iPhone und wird ja auch genutzt, solche Geschichten, ne? Natürlich können das auch die Samsung-Smartphones, muss man an der Stelle sagen. Ach so, ja, ziemlich jedes Kamera-Handy, auch ein Siemens S25 oder so. Oder ein Huawei, auch alles tolle Produkte. Huawei. Gesundheit, was? Huawei heißt das. Ich bin, aber das ist seit damals Franz Beckenbauer aus Vicente Lizarazu den Vicente Lizarazu gemacht hat. Seitdem ist einfach alles erlaubt, denke ich. Okay, naja. Ja, aber Jackass Forever, oh meine Güte, also ich wusste ja, was kommt, weil ich durfte mir auch exklusiv den Tipp überlegen, weil tatsächlich im Leitungsbüro der Innenstadtkinos erstmal so ein bisschen Ratlosigkeit herrschte über das, was da auf uns zukommt. Und ich habe ja so gelacht. Wenn man überlegt, die Woche davor hatten wir mit Belfast einen Film, tiefgründig, Oscar-Kandidat, unglaublich gut geschauspielert. Und dann kommt ein Film, wie lange ging der jetzt? Der ging ein bisschen mehr wie eine Stunde oder so, 70 Minuten oder sowas. Wirklich stumpfer, geiler Blödsinn, der mich zumindest sofort wieder an die Anfänge von Jackass reingezogen hat. Ganz arg viele Sachen, auf die ich hätte einfach verzichten können. Also gerade was männliche Genitalien angeht und diese irgendwie platt drücken und was weiß ich was. Oh, dass da nicht mehr passiert ist, ist ein Wunder. Es gab ja Verletzungen, also Steve O war verletzt, Johnny Knoxville hat sich dabei ziemlich verletzt und alles. Dass da wirklich nicht mehr passiert ist, oder zumindest nicht mehr gezeigt wurde, was passiert ist, ist ein absolutes Wunder. Es ist einfach so herrlich stumpf. Es sind so viele Leute rausgegangen, was ich verstehen kann, wenn es die einfach nicht abholt, aber es sind auch so viele da geblieben, die sich einfach nur totgelacht haben, die einfach nur teilweise, also neben mir saßen Leute, die haben einfach nur die Hand vorm Gesicht gehabt, den Kopf geschüttelt und du hast gesehen, die lachen sich gerade auch irgendwie tot, weil es einfach so dumm ist. Das ist dieses, warum macht man das? Warum tust du das? Und die Antwort ist, glaube ich, ganz einfach, die Jungs und auch die Dame, wo da dabei ist jetzt, die sind einfach noch immer große Kinder. Die wissen nichts groß mit sich anfangen und bringen das halt irgendwo auf die Leinwand. Dass da unglaublich viel Arbeit dahinter steckt, ist, glaube ich, auch unbeschrieben. Also, wenn ich an die Special Effects schon zu Beginn denke mit Godzilla, ich bin überrascht, dass Erik nicht schon anfängt zu kichern. Ja, das hat mich gleich abgeholt da am Anfang. Das war echt cool gemacht. Wobei danach, wo sie dann gezeigt haben, was dann eigentlich dahinter steckt und so, da war es schon wieder nicht mehr ganz so. Das hat man so richtig, der kam von rechts neben mir, wo Erik saß, kam öfters mal, oh. dieser Ruf der Verzweiflung.
Ja, man kann gar nicht so viel sagen. Es sind verrückte Stunts teilweise, echt crazy Sachen, wo man sich einfach komplett wegschmeißen kann, weil es völlig wirklich unerwartet kam. Also ich denke da zum Beispiel an den einen Stunt mit dem Fahrrad. Den fand ich einfach mega gut. Der hat mich übertrieben abgeholt, weil ich es einfach so witzig gemacht fand. Wie sie dann die eigenen Leute verarscht haben, wie du nie sicher sein konntest, was passiert oder was los ist. Wenn Johnny Knoxville, was gibst du dem auch so einen kleinen Elektroschocker in die Hand, muss ich auch noch dazu sagen. Also das ist ja mit das Dümmste, was du tun kannst. Das ist also einfach nein. Und auch da ist es das für mich das Typische wieder. Normalerweise ist es ja so, wenn du drüber nachdenken kannst oder wenn du überlegst, ob es das gibt, gibt es auch ein Porno drüber. In dem Fall ist es, wenn du nicht drüber nachdenkst, warum man das macht, gibt es Leute, die machen genau das. Und da gehört einfach die Jackass-Crew dazu, die das in meinen Augen unfassbar sensationell wieder umgesetzt hat. Ich habe echt Spaß gehabt. Ich habe wirklich Spaß gehabt, weil es so viele Erinnerungen waren an die Anfänge von Jackass, an die anderen Filme. Es ist einfach in dem Stil wieder. Ich weiß nicht, ob es sich in die Neuzeit retten kann. Wir haben ja schon überlegt, ob vielleicht dann da ein YouTube-Format dann draus wird mit den neuen, was ich mir gut vorstellen könnte. Es ist einfach so witzig. Ich habe so gelacht. Ich habe wirklich Tränen teilweise gelacht. Dann aber auch im nächsten Moment einfach total angewidert, sich wieder wegzuwenden. Und auf was für eine Scheiße man eigentlich kommt. Und das sind erwachsene Männer, die sind jenseits der 40, 50 Jahre. Auf was für eine Scheiße die einfach kommen. Das ist so unglaublich. Man findet es entweder gut oder man findet es komplett scheiße. Ich glaube, da gibt es nicht wirklich viel dazwischen. Doch, ich denke schon, weil ich glaube, du findest manche Sachen gut und manche Sachen findest du absolut schlecht, so wie ich jetzt hier. Weil das war halt einfach gerade so diese ganzen, was weiß ich, mit Fäkalien oder mit den ganzen Genitalien oder sowas, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Mit der Schweinewichse, damit konnte ich auch nichts anfangen. Ja, oder überhaupt. Aber das weiß ich auch nicht, ob das dann wirklich so war. Aber ja, es heißt ja, drum, das mögen ja Effekte sein, aber die sehen halt auch schon sehr echt aus und es wird ja auch suggeriert, dass es echt ist. Deswegen auch da mit dem Dixi-Klo, wo sich dann der drin rumgewürfelt wird und dann die ganze Scheiße über den drüber und so. Ja, sowas brauche ich nicht. Aber auch da, also das Dixi-Klo, da muss ich auch, also ich muss zwei Sachen jetzt erstmal sagen. Erstens, das mit dem Dixi-Klo, fange ich damit an, weil das gerade das Aktuellere ist. Wenn das echte Fäkalien gewesen wären, dann hätte das anders ausgesehen. Dann wäre das auch ein bisschen nasser, glaube ich, gewesen. To be realistic. Die Bilder hier. Nicht aus dem Kopf. Oh. Ja, das ist okay. Das ist schon. Ich helfe da gerne bei sowas. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dafür war es zu einfarbig, das Ganze, was da passiert ist. Also. Ja. Wenn du verstehst, was ich meine. Das war halt ein Braunton. Außerdem ist natürlich auch die bakterielle und Infektionsgefahr und sowas ist natürlich wahnsinnig. Ja, das können die gar nicht bringen. In Zeiten von Corona natürlich auch ganz hervorragend. Aber ja, das ist schon. Haben sie aber auch mal gesagt, so, hey, wir haben hier Corona und machen so eine Scheiße. Das finde ich auch sehr witzig. Das ist das eine. Das andere, was ich auch noch ganz kurz anmerken möchte, ist, woher weißt du, wie es Schweinewichse aussieht? Weiß ich nicht. Habe ich auch nicht. Ja, aber du hast gesagt, es sieht realistisch aus. Habe ich nicht in Frage gestellt. Keine Ahnung. Ich bin neugierig. Habe ich einfach hochskaliert. Elegant gerettet, ja. Ja. Und auch gleich noch mit einem gewissen Fremdwort. Das ist nicht ganz so. Ja, das ist richtig. Es wirkt wirklich wissenschaftlicher Ansatz hier. Genau. Oho. Nee, also ich möchte. Ja. Ich möchte ganz kurz auch noch für das Ende des Films möchte ich noch einen großen Filmkritiker zitieren, der nach dem Film direkt meinte, ich fühlte mich sehr gut unterhalten. Okay. Ja. Das war Erik, für alle, die es nicht verstanden haben. Ich finde ja, also du hast ja schon die Dynamik erwähnt gehabt von letzte Woche, von Oscar-Kandidat zu heute. Das mag ich halt auch in der Sneak, dass da wirklich irgendwie alles querbeet irgendwie drankommen kann und mal ehrlich, wir gucken ja in der Sneak schon ganz gerne auch so ein paar Produktionen, die, ja, ein paar größere Sachen, also nicht unbedingt hier das kleine Fernsehspiel und sowas.
was dann, wenn du einen Film besprichst, den eh keiner kennt, sondern hier auch mal ein paar Filme. Und da gehört es ja auf jeden Fall mit rein, dass dann natürlich auch ein paar Leute gehen. Das passiert halt bei einer Sneak, ist klar. Passiert aber auch bei einem, was weiß ich, Top-Horror-Film. Also wenn der neue Scream-Film in der Sneak gekommen wäre, wäre bestimmt vielleicht sogar noch mehr Leute rausgegangen, schätze ich mal. Ja, doch. Sneak ist immer Horrorfilm, wenn da kommt, da geht schon mal 30%, schätze ich mal. Hm. Das ist halt einfach so. Ja. Und ja, deswegen, es war völlig okay. Also ich mochte ungefähr, wie gesagt, alles, was so Stunts und Pranks waren. Ich mag am meisten bei Jackass eigentlich die Pranks. Wenn sie wirklich sich irgendwie ihre Stunt-Fähigkeiten dazu benutzen, um irgendwie Leute reinzulegen. Und wenn dann wirklich so absurde Sachen passieren, wie dass der als altgeschminkter Typ dann irgendwo, oder hattest du mal die Folge bei Jackass in Erinnerung, wo der einen Blinden gespielt hat und dann blind Auto gefahren ist und die Leute alle so, ey, nein. Das war so lustig. So lustig einfach. Oder wo der einfach so, in Anführungszeichen, blind über die Straße gegangen ist. Und da war so ein Straßencafé und die Leute alle total erschrocken. Nein. Sowas finde ich wiederum sehr, sehr lustig. So wobei das ist sind ja wirklich die Sachen, die man jetzt heutzutage auch adaptiert mit diesem, wir lassen jemanden Blinden einfach da ins Wasser fallen oder so. Mhm. Die Leute, die ihn gerade noch retten, da gibt es ja auch massiv viele Prank-Videos davon. Deswegen, die Vorbilder sind einfach, glaube ich, immer und tatsächlich noch die Jackass-Jungs und einfach großartig. Ich hab's wirklich sehr gefeiert. Ich kann es nur noch mal sagen. Ich habe so einen Spaß gehabt. Was ich natürlich auch immer mag, sind so alle Sachen, die so irgendwie mit Skateboards oder so zu tun haben oder mit BMX oder so. Da machen sie auch die irrwitzigsten Stunts teilweise. Und ja, das sind so meine Sachen. Also Pranks bei mir Platz 1, Platz 2, diese Stunts und diese ganze Pipi-Kaka-Scheiße, das brauche ich nicht. Aber ich weiß, dass das siehst du ja auch deswegen in sehr vielen amerikanischen Komödien. Irgendwie gibt es da ein großes Publikum, die das irgendwie cool finden oder lustig finden, wenn irgendwie Leute rumscheißen oder irgendwas oder sich ankotzen oder irgendwas. Deswegen, vielleicht hat er so seine Daseinsberechtigung, ist halt nicht meine Form von Humor. Und deswegen, ich fand ungefähr 60%, habe ich ja auch in der Sneak-Gruppe geschrieben, 60% fand ich echt geil und toll. Und das sind die mit den Stunts und Pranks und die restlichen 40%, wo sie sich irgendwie, was weiß ich, mit den Schwänzen Tischtennis gespielt haben oder irgendwas. Oder ich weiß nur irgendwas von der Bienenkönigin und dem Schwanz. Ja, Bienen, genau, da haben sie dem Honig. Warum sagt ihr eigentlich alle zum männlichen Genital hier Schwanz? Was ist denn hier eigentlich los? Ich dachte, das ist eine kleine Penis? Familiensendung. Das Glied. Ja, Glied gesagt. Der Pimmel! Deswegen von mir 6 Punkte für Jackass Forever. Man kann sich's aber durchaus angucken. Also ich denke mal, gerade wenn man jetzt die ganzen Probleme der Welt ein bisschen vergessen will, geht da mal rein in Jackass oder so. Wenn ihr früher schon mit solchen Sachen connecten konntet, ansonsten ist es ja eh nichts für euch. Dann, ja. Ich gebe ihm 7,5 von 10 Punkten, weil zum einen der Nostalgiefaktor drin ist, zum anderen ich sehr gelacht habe. Es der absolut eigenwillige, sehr stumpfe Humor ist, der mich einfach abholt, ist einfach so, kann ich nichts für. Ich mag das tatsächlich. Also es muss schon, es darf nicht zu stumpf sein. Und es darf jetzt nicht hier so Melissa McCarthy scheißt aus 10 Metern Höhe irgendwo auf die Straße. Oh, das holt mich nicht ab. Das finde ich auch ganz furchtbar. Wie gesagt, ich habe es gefeiert. Ich feiere es immer noch, weil ich immer noch mich drüber totlachen könnte. Deswegen 7,5 von 10. Und eine absolute Empfehlung reinzugehen. Hast du eigentlich gehört, dass eigentlich sollte Bam Margera mitmachen? Da gab es aber dann irgendwie so ein Beef am Set und so. Und da mussten sie dann alle Stunts, wo er mit drin war, haben sie dann rausgeschnitten und haben nochmal neue Stunts gedreht. Habe ich gelesen. Okay. Also, danach fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Kann ich mir vorstellen. Hm. Ja, weil Bam ist ja schon ziemlich. War ja nicht der einfachste Zeitgenosse. Ja, dann, liebe Hörer, jetzt wisst ihr, ob das was eventuell für euch ist. Wann startet der überhaupt? Habe ich gerade gar nicht im Blick. Jetzt lass mal gucken hier. Jackass, Peter Jackson, Jackass. Nee. Box Office und Kino. Der ist schon gestartet. Box Office und Kinocharts, ja. Alles klar, also könnt ihr schon reingehen. Und was könnte man denn eventuell morgen in der Sneak Preview sehen? Wie lautet denn da der Tipp? Moment. Das kam jetzt überraschend. Ja, nicht vorbereitet, hey. Hier einmal ausgesetzt und schon nicht mehr vorbereitet. Unfassbar. So, der Tipp lautet, mehr Schein als Sein. Sind da schon Tipps eingegangen? Einer schreibt, Hauptsache es ist nicht Jackass.
Das können wir durchaus, also das kann man ja sagen, das wird nicht passieren, ja. Ja, ja. Dann gibt es noch Cyrano, The Devil's Light, Top Gun, Avatar 2 und ja, Dumbledores Geheimnis. Von diesem Boris, das brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht mehr vorlesen. Das ist einfach Blödsinn, was der da immer tippt. Der, ja, der nimmt einfach irgendwie alle Top-Filme, die demnächst anlaufen und so. Das ist eigentlich Quatsch. Ja, Cyrano natürlich bekannt, weil der hat ja quasi demjenigen, der der Holden Maid gefallen wollte, da die Texte geschrieben sozusagen. Deswegen mehr Schein als Sein, weil der andere deswegen. Und The Devil's Light auch natürlich. Ja, wegen Licht und Teufelslicht und Schein und so weiter. Hätte ich gedacht, das ist so ein kleines Horrorfilmchen. Ich glaube, da werden einige das Kino verlassen, wenn der kommt. Na, mal gucken, was uns da erwartet. Es gibt leider noch keine anderen Tipps, außer meinen. Irgendwie ist das eingeschlafen hier, die ganze Geschichte. Weil dem Boris seine kann man ja vergessen hier. Knallharter Diss hier. Live-Diss. Ohne Witz, ey. Jetzt haben wir einmal einen Hörer und du disst ihn. Ach, das ist der eine Hörer, meinst du? Ich glaube, das ist eher einer, der immer in den Sneak geht und einfach sich freut, wenn dann sein, sein falscher Tipp von dir vorne vorgelesen wird. Der Boris ist ein extrem cooler und sehr netter Typ. Kennst du den? Ich kenne ihn. Ach so. Ich hab den noch kennengelernt. Ich habe den sogar im Krankenhaus kennengelernt, weil der arbeitet da. Ach so, dann mach dir mal ein bisschen Licht ans Fahrrad. Der soll nicht so was Echtes tippen hier. Na, hör mal! Okay, dann auf zum nächsten. Scream. Kate, uff. Worum ging's? Ja, ich habe mich so gefreut auf diesen Film. Es geht wie immer in Scream um einen irren Serienkiller, der erneut zurück ist und sich wieder aufmacht, eine Gruppe Teenager abzuschlachten. Aber die Frage ist natürlich wieder, warum und wer ist es? Und in Scream 5 quasi, aber der nur Scream heißt, wird dieses Franchise quasi neu auferstanden, neu belebt, sagen wir so, indem neue Protagonisten auf alte, sagen wir mal, Legacy-Charaktere treffen, die so ein bisschen auch dann den Staffelstab übergeben. Und wir sind wieder in Woodsboro. Eine junge Frau wird zu Hause auf ihrer Landline, auf ihrer Festnetzleitung angerufen und denkt, dass das der neue Freund ihrer Mutter ist und fängt eine Unterhaltung mit ihm an. Doch dann wird relativ schnell klar, dass er nicht der Freund Charlie ist, sondern ein böser Killer. Der dann versucht sie auch zu Meuchelmördern in ihrem eigenen Haus. Und das Ganze erinnert tatsächlich auch an die Eröffnungsszene des ersten Scream-Films. Und es hat sehr viel Anlehnung und sehr viel Fanservice an diesen ersten Teil dieser wunderbaren Slasher-Filmserie. Einziger Unterschied, dass dieses Mädchen nicht stirbt, denn der ganze Plan war, ihre Schwester wieder anreisen zu lassen, was dann natürlich auch gelingt. Und die Schwester ist zurück in Woodsboro, die hat mit 18 die Stadt verlassen und eigentlich steht sie im Zentrum dieser ganzen Mordserie. Und warum und wieso, das erzähle ich natürlich nicht. Aber es geht natürlich wieder los. Ghostface macht sich auf, die Clique, um dieses junge Mädchen zu meuchelmördern. Und die Schwester, die eben wieder anreist, denkt sich, ich hole mir Hilfe. Und steht dann bei dem ehemaligen Deputy Dewey Riley vor der Tür. Und so kommt auch der erste Original Character wieder zurück. Und aus dem Trailer wissen wir natürlich auch, dass Sidney Prescott und Gail Weathers wieder zurückkommen und das auf eine sehr schöne und fantastische Art und Weise. Was mir persönlich an diesem Film extrem gut gefallen hat, ist, dass er sich absetzt von anderen Sequels, weil man muss einfach dazu sagen, Scream 1 genial, Scream 2 auch noch gut, Scream 3 war so, ja, und Scream 4 vergessen wir einfach mal, den gab es einfach nicht. Scream 4. Und Scream 5, also der neue Scream, nimmt
das Ganze auch ein bisschen auf die Schippe. Denn es geht natürlich auch wieder um diese Step-Filme, die dann innerhalb dieser Filmserie entstanden sind, auf den Ereignissen in Woodsboro basierend. Nimmt das Ganze ein bisschen sich selbst auch auf die Schippe und auch diese ganze Geschichte um das Wiederaufleben von alten Geschichten. Und im Endeffekt erklärt sich das Dasein dieses fünften Scream-Films in dem Film selber, in dem es auch thematisiert wird, warum sowas funktionieren kann und bei welchen Filmreihen es funktioniert hat und bei welchen es schief geht. Und das fand ich so schön. Dieses Grundthema Filme und Horrorfilme, die in diesem Film schon immer verpackt waren oder in dieser Filmserie, wird auch hier wieder ausgepackt und auf die Spitze getrieben. Dazu meiner Meinung nach richtig gute Slasher-Szenen. Also man hat richtig viel gesehen. Auch der ein oder andere Schockmoment, wo ich sehr auch traurig war, wenn der ein oder andere starb. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Scream-Film brauche oder ob es dann damit jetzt fertig ist. Aber so wie ich das ja verstanden habe, ist es die Auferstehung der Scream-Reihe wieder. Es ist also ein neuer Film, noch einen neuen Film geben wird. Weiß ich nicht, ob ich es brauche, aber dieser neue Scream-Film hat mich sehr abgeholt und hat mich sehr glücklich gemacht. Es gab natürlich die eine oder andere Szene, wo ich gedacht habe, als dann der Film zu Ende war und ich dann klar war, wer war der Mörder und bla, wo ich dann auch zurückgedacht habe und ich so, war dann diese eine Szene überhaupt realistisch? Aber egal, der Rest war gut. Und deswegen muss ich ehrlich gesagt sagen, feiere ich den neuen Scream sehr. Was sagt der Rest der Bande? Ja, ja, war schon ziemlich in Ordnung, ziemlich gut gemacht. Gerade mit diesem Revival und die Alten nochmal reinholen und so weiter. Und das dann so peu à peu, die dann wieder auftauchen, das fand ich auch gut gemacht. Die Slasher-Szene hast du ja schon erwähnt, das war extrem gut gemacht. Ich mochte das ja auch, den Film, wie hieß der, Ready or Not, den ihr das nie gesehen hattet, den hast du ja später erst nachgeholt. Ich war ja so begeistert und so. Ihr war da, glaube ich, nicht ganz so angetan, aber ich mochte den sehr, diesen Ready or Not-Film. Und das ist ja von den beiden Regisseuren, die den Ready or Not gemacht haben, das merkt man dem hier auch so ein bisschen an. Entschuldigung. Du hast es gerade so schön gesagt, Ready or Not. I did not. Ready or not. I did not. Genau. I did not hit her. It's not true. I did not. Entschuldigung, Verzeihung. Fand ich hier echt gut. Und das hast du bei den Slasher-Szenen ja auch gemerkt, dass sie da sehr viel Erfahrung haben und sowas. Und das war halt, fühlte sich alles sehr, sehr handgemacht an, diese ganzen Effekte. Das war jetzt nicht so wie in manchen anderen Filmen, wo dann sehr viel auch so CGI bei solchen Geschichten drin ist. Und das mochte ich sehr. Insgesamt ging er mir ein bisschen, glaube ich, zu lang. Nein. Hätte man ein bisschen kürzer fassen können, gerade an manchen Stellen. Rückblickend betrachtet, am Ende, als sich ja enthüllt, wer oder was oder wie oder was, ich will jetzt nicht spoilern, habe ich gedacht, das habe ich mir von Anfang an gedacht und ich hatte recht gehabt. Genau. Ja, ging aber, glaube ich, vielen so. Ich habe das während dem Film auch schon gedacht, weil ich weiß, welchen Gedanken du hattest. Und dann dachte das ich. Das weißt du. Das ich weiß es. Und dann dachte ich so, nein, das machen die nicht. Ah, das wäre schon arg auf die alten Filme gemünzt. Und dann war es halt vielleicht doch so. Und dann dachte ich so, okay. Ja, jedenfalls habe ich dann gedacht, okay, habe ich mir gedacht. Aber es war trotzdem, die Reise dahin war schon ganz okay. Und ich mochte das auch. Ich möchte noch ein bisschen was zu kritisieren. Auch der Soundtrack hat mir nicht so gefallen. Also da war bei den anderen Scream-Filmen war da mehr drin. Es war manchmal so ein bisschen zu viel Scream-Nerd-Zeug, einfach zu viel. Das hätte man ein bisschen pointierter und ein bisschen ja dosierter umsetzen können. Wo einfach da ja ein bisschen wurde versucht, zu viel Fanservice reinzubringen. An manchen Stellen war es ja einfach zu viel, wo man gemerkt hat, okay, jetzt versuchen sie mal wieder die alten Hasen hier abzuholen. Aber ansonsten war es schon ein sehr okayer Slasher-Film, ja, von denen es jetzt nicht mehr so viele gibt, weil da wird ja mal versucht, viel zu viel noch mit reinzupacken und Story und Überbau und ja, was weiß ich, Kindheitstrauma und hast du nicht gesehen. Und ja, deswegen fand ich hier mal sehr erfrischend, so einen stringenten Film mal wieder zu sehen. Und Chris, wie fandst du so? Ich wollte gerade sagen, jetzt komme auch noch ich. Also ich war schon
sag mal so, ich saß dran und wusste, okay, das ist der Killer, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich habe ja auch eine Vergangenheit zu Scream. Ich habe damals den ersten im Kino gesehen. Ich habe den zweiten im Double Feature im Kino gesehen, also beide hintereinander und Schlag mich tot und hast noch nicht. Also ja, ich habe alle Scream-Teile auch gesehen, fand das auch schön. Habe tatsächlich irgendwo zu Hause auch noch irgendwo zu Hause, wie das klingt, irgendwo auch noch tatsächlich auch so eine Scream-Maske und so ein Scream-Kostüm und alles, weil einfach, ja, richtig cool. Legendär. Weil, ja, genau. Ich tat mir sehr schwer, ich fand den Film viel zu lang, dem hätte eine halbe, dreiviertel Stunde weniger extrem gut getan, dann wäre er ein bisschen kompakter gewesen. Ich fand's von den Schauspielern her fand ich es cool ausgewählt, das fand ich gut gemacht, das hat mir Spaß gemacht, da die zu sehen, ist auch was fürs Auge dabei, wenn man das so sagen darf. Aber insgesamt hat es mich nicht so ganz gecatcht, das muss ich auch ganz, ganz ehrlich sagen, weil ich vieles einfach komplett Banane fand. Also ja, die Slasher-Momente sind teilweise jetzt einfacher gemacht worden, einfacher auch besser, schneller und gezielter umgesetzt sozusagen. Und das fand ich cool, dass man sich da auf das, ich will jetzt nicht sagen Wesentliche konzentriert, sondern auf dieses, okay, zack und weg, ohne groß Text dazu, was ich wie gesagt, auch begrüße, weil es ein bisschen das Ganze entzerrt und nicht so epische, ich schlitze ihn auf Szenen. Ich bin nicht mit allem, was im Film passiert, einverstanden, auf gar keinen Fall. Insgesamt ist es ja wohl der Reboot für die Scream-Serie und ich weiß nicht, ob ich diesen Reboot brauche. Und das macht es auch nochmal schwer. Also, es war okay, aber ob ich ihn wirklich ein zweites, drittes, viertes, zehntes Mal gucken würde, ich denke eher nicht. Es ist so, ich glaube, ich habe auch schon die Hälfte wieder vergessen und das ist ein bisschen schade. Okay. Naja, also, jetzt gehen wir mal Punkte. Kate, von du mal. Da gehen die Meinungen hier auseinander, hey. 8,5. Ja, ist doch so wie in der normalen. I love it. 8,5. Gruppe. Chris, du? Ich habe ihm tatsächlich 5 von 10 gegeben. Und ich gebe 7 Punkte. Ja. Scream 5. Müsst ihr euch jetzt selber überlegen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ob ihr da mal reinschauen möchtet oder vielleicht wartet ihr, bis die fürs Heimkino verfügbar sind, die Filme. Und dann, apropos Heimkino, da können wir nämlich gleich weitermachen. Da gab es auch einen Horrorfilm, kann man durchaus sagen. Heimkino. Nämlich Escape Room 2, weil Kate gerade Scream vorgestellt hat. Dann nehme ich den mal. Mhm. Escape Room 2, wir hatten damals Escape Room, hieß er noch, ohne 1. Da war noch nicht klar, ob da was kommt. Den hatten wir in der Sneak Preview und waren da relativ angetan davon, kann ich mich erinnern. Weil, ja, es wurden halt so Leute irgendwo reingesperrt. Die haben dann festgestellt, oh je, in dem Raum, in dem wir hier sind, wir müssen da irgendwie einen Ausweg finden, da gibt es keinen anderen Ausweg, wo sie da aufgewacht sind in dem Raum und haben dann irgendwie so ein paar Schlüssel gefunden, sind in den nächsten Raum gekommen, das hatte so alles so die Atmosphäre von Cube, ja, wo man von einem Raum in den nächsten und jeweils gibt es da so Fallen und man muss versuchen irgendwie durchzukommen und wer schon mal Escape Room gespielt hat, gibt es ja auch immer so diese Finden von Hinweisen und so weiter. Die mussten sich hier erstmal so reinfinden in das ganze Thema und ja, es haben dann zwei Leute geschafft. Wer jetzt den ersten Teil noch nicht gesehen hat, tut mir jetzt echt leid für euch. Aber wir reden jetzt hier um den zweiten Teil. Vielleicht hättet ihr da von vornherein mal überspringen sollen. Und die zwei Leute, die es geschafft haben, die zwei Personen, nämlich die Zoe und der Ben, die haben sich natürlich dann gesagt, ja, wir müssen mal die Hintermänner oder Hinterfrauen rausfinden, die da verantwortlich sind für das Ganze. Und begeben sich dann auch nach, wo sind die hingeflogen? Budapest oder so? Irgendwie so. Prag? Keine Ahnung, irgendwo. Keine Ahnung. Ja.
Also die begeben sich dann da irgendwo hin und dann, als sie mitten in so einer U-Bahn sind, ja, passiert irgendwas, die U-Bahn bleibt stehen und sie stellen fest, dass irgendwie, ja, sie sind wieder gefangen in so einem Escape Room, also müssen aus dieser U-Bahn erstmal raus und da wird dann auch gleich Strom überall reingeleitet, müssen Hinweise finden, kommen da raus, kommen in so einen nächsten Bereich rein und sie stellen noch fest, dass die Personen, die auch sich mit ihnen in der U-Bahn befinden, dass die auch wohl eine gewisse Historie haben mit diesem Escape Room-Spiel, mit der Firma. Und parallel dazu sehen wir auch noch so eine Geschichte von dem Architekten der dieser Escape Rooms, der wiederum mit seiner Frau ein bisschen was veranstaltet, ich will mal nicht so viel verraten, und seine Tochter, die designt dann für ihn auch diese Escape Rooms und ja, die will dann auch versuchen, denen, die in den Escape Rooms feststecken, in diesen tödlichen Escape Rooms, dann noch ein bisschen Hilfe zukommen zu lassen. Und ich glaube, so viel kann man mal sagen, ohne dass man jetzt zu viel verrät und zu viel verdirbt. Dann, Kate, willst du noch irgendwas dazu sagen? Habe ich irgendwas vergessen? Also von der Grundstory hast du, würde ich sagen, nichts vergessen. Alles, was ich jetzt sagen würde, wäre eher zum Inhalt und der Umsetzung. Ja, dann können wir ja mal reingehen in die Kritik. Also was mir hier wirklich nicht gefallen hat, ist, dass es zum einen völlig einfallslos war, diese, was beim ersten Teil mich noch sehr begeistert hat, dieses Design. Chris, du hast es noch nicht gesehen, ne, den zweiten. Aber du kannst dich ja an den ersten noch erinnern, oder? Ich habe den zweiten noch nicht geschaut, nein. Du kannst dich an den ersten ja bestimmt noch lebhaft erinnern, ne? Ja, da gab es so diese Räume, die auf dem Kopf stehen und dann irgendwelche Kuriosen. Das kannst du ja alles vergessen. Das sind wirklich ganz banale Geschichten. Da ist einmal, haben sie so wie so eine Art Bank nachgebaut, wo sie irgendwelche Schlüssel finden müssen und sowas, um irgendwelche Schließfächer zu öffnen. Also diese ganze Fantasie, das Design von den Räumen, worauf hier jetzt eigentlich besonders viel Wert gelegt wird, weil ne, der Architekt dann auch ein bisschen mehr in Fokus gerät und diese Tochter von ihm, die das designt, war hier völlig einfallslos, fand ich. Da gab es nichts dabei, wo ich dachte, boah, das sieht aber jetzt geil aus, wie sie das gemacht haben, dieser Raum oder irgendwas, oh. Nichts davon war interessant. Es war einfach, es fühlte sich an so ein bisschen wie Saw, dass irgendjemand Fallen stellt in irgendwelchen Bereichen und du musst versuchen, diese Fallen zu vermeiden und diese Fallen sind so aufgebaut, dass du eigentlich, also du kannst die Fallen nicht erkennen, bis es einen irgendwie erwischt durch irgendwas und dann weißt du, ah, okay, da war eine Falle. Und das war ja bei dem Original Escape Room auch nicht so, sondern das war eher so ein, hier ist so eine Bedrohung, ich sag mal, wir stecken alle in einer intergalaktischen Müllpresse fest, die Wände bewegen sich, wir müssen hier einen Ausweg finden, so ungefähr war das ja auch bei diesen Räumen. Wir müssen versuchen, Hinweise zu finden, um hier rauszukommen. War hier nicht so, hier gab es sehr viele Fallen, wo einfach Leute verletzt, getötet wurden und dann haben die anderen gesagt, okay, das geht offensichtlich nicht so lang, wir müssen anders lang. Und dann dieser Überbau mit dem Architekten und mit der Tochter, das war ja völlig Banane. Also das Ende hat es mir dann völlig versaut. Also da habe ich gedacht, ey, was habe ich mir jetzt für eine Scheiße angeguckt? Ich dachte ja, wenigstens hat noch ein gutes Ende. Aber das hat ja noch ein dämliches Ende. Also von daher hat mich dann überrascht, als ich der Kate ihre Wertung gesehen habe. Mal gucken, was sie Gutes gefunden hat. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich habe sie gerade tatsächlich noch ein bisschen geändert, weil so im Nachhinein, ich habe es doch gerade geändert. Warum hat sich das jetzt nicht wieder geändert? Du musst auf Enter drücken, wenn du es geändert hast. Ja, sprich erst mal, das können ja die Hörer. Entschuldigung. Also grundsätzlich fand ich es grundsätzlich gut, dass es einen zweiten Teil gab, weil eben der erste mir so extrem gut gefallen hatte. Ich kann deine Kritik verstehen und ich finde auch, dass die Detailgetreuigkeit im zweiten Teil nachgelassen hat. Ich war auch nicht so begeistert von den anderen Charakteren. Also die fand ich eher so aber die grundsätzliche Idee. Muss ich kurz einhaken, ich fand auch, dass ausgerechnet die zwei dämlichsten Hauptcharaktere, die überlebt haben, jetzt natürlich auch wieder da mit drin sind. Die haben ja eigentlich nur durch Dusel überlebt. Und ausgerechnet die haben jetzt den Fokus. War das eigentlich die eine von Inventing Anna? Das war doch die eine, die da die Freundin gespielt hat, oder? Ich glaube ja. Ne? Ich glaube, nee. Ich suche mal inzwischen. Erzähl du mal weiter. Wie gesagt, ich fand die Detailgetreuigkeit nicht so schön und ich muss auch sagen, dass im ersten Teil war einfach die Chance, dass du die Räume überlebst, höher,
ich finde, im zweiten Teil ging es wirklich einfach nur um noch darum, die so schnell wie möglich drauf, also sterben zu lassen, ja. Trotz allem, ich weiß nicht warum, aber mir gefällt diese Filmreihe, sagen wir mal, hoffentlich ist es eine Reihe, vielleicht kommt ja noch ein dritten Teil. Ehrlich gesagt ziemlich gut, weil das ist so, irgendwie ist es schon so ein bisschen stupide, aber auch spannend erzählt. Ich weiß nicht warum, ich habe wirklich eigentlich einige Kritikpunkte, aber es hat mich dann doch schon gecatcht. Also ich würde den wahrscheinlich auch nochmal gucken. Und vielleicht auch vorher noch den ersten nochmal gucken. Also den ersten habe ich ja mittlerweile, der gab es ja dann eine Zeit lang auf Sky. Den ersten habe ich bestimmt jetzt schon 4 oder 5 Mal geguckt. Ja, ich auch. Ich habe nicht so und, viel, aber 1-2 Mal habe ich den nochmal geguckt, ja. Und ich glaube, ich würde den zweiten auch nochmal gucken. Vielleicht auch sogar noch ein drittes Mal. Einfach weil ich die grundsätzliche Story ganz cool finde. Was tatsächlich komplett Banane war, war diese Geschichte rund um diesen Erfinder und seine Tochter. Das fand ich auch total bescheuert. Da hätte man lieber so weiter dieses Geheimnisvolle gestrickt, wie es jetzt zum Beispiel bei Squid Game oder so ist. Ja, diese Geheimgesellschaft, die dieses veranstaltet und man nicht weiß, wer sind alles Zuschauer und so. Dass die versuchen, dem auf den Grund zu gehen, ja, und dass sie auf andere Gewinner treffen, ja. Aber warum musste da jetzt diese Geschichte mit dieser Tochter dazukommen? Das fand ich auch einfallslos, ehrlich gesagt. Und trotz allem finde ich den Film aber gut. Das ist total bescheuert. Ich weiß nicht, mich hat es halt einfach unterhalten. Und ich lasse mich halt drauf ein und suche nicht irgendwo nach Fehlern. Ich habe auch nicht nach Fehlern gesucht. Ich fand's einfach spaßig. Ich will mich da auch unterhalten lassen. Ich gucke sehr viele Quatschfilme, die mich einfach nur unterhalten sollen. Da suche ich auch nicht unbedingt nach Fehlern. Ja. Da würde ich mir den Spaß verderben. Ich habe einfach hier gehofft, dass da wieder sowas wie der andere Escape Room kommt und kam leider nicht. Also dieses Strand-Setting, sag ich mal, das war noch mit das Fantasievollste, was sie da gemacht haben. Das war aber dann auch wieder so, da tun sich halt einfach Fallen auf. Während im ersten Teil, wie bei einem guten Escape Room eigentlich, geht es darum, dass du nachdenkst, kombinierst, erstmal analysieren, kombinieren und dann die Lösung finden, ja. Mhm. Und nicht einfach try and fail, ja. Okay, ich gehe mal. Naja, genau. Ich versuche mal da. Oh, scheiße. Jetzt hat mir der Laserstrahl mein Bein abgebrannt. Scheiße. Okay, ja, dann müssen wir was anderes versuchen. Ja, dann probieren wir mal random hier. So, ja, wir brauchen Code. Ja, wir durchsuchen mal völlig sinn- und wahllos irgendwelche Akten in der Hoffnung, dass wir irgendwie einen Code da drin finden. Ja, aber das macht man ja tatsächlich. Also, wenn du in ein Escape Room gehst, dann fängst du erstmal an, alles zu untersuchen. Ja. Du guckst in Bücher rein, du guckst in Regale rein, du guckst in Aktenschränke rein, du guckst erstmal alles an, weil du ja noch nicht weißt, was erwartet dich. Das meine ich ja, du analysierst erstmal. Genau. So. Und dann schaust du random in irgendwelche Akten rein. Aber hier kam es dann halt einfach so, du hast ja gesehen, dass dann plötzlich so, ja, jetzt braucht ihr das, ja, völlig panisch, so, jetzt müssen wir, okay, oh je, das konnte damit ja, man ja keiner hätte, rechnen. Hätte mit mehr. Aber es ist ja auch die Stresssituation, in der man ist. Mhm. Also, das ist ja nochmal was anderes. Aber sie kennen es ja alle schon. Das ist es ja. Ne? Ja, also, deswegen hätten sie ein bisschen analytischer vorgehen können. So, ey, okay, du gehst dahin, du gehst dorthin. So, aber die Sache, also am Anfang die Sache mit der U-Bahn, die fand ich geil. Ja, bis zu einem bestimmten Punkt fand ich es auch ganz nett. Das fand ich cool. Und auch wie ihn so allen so irgendwie bewusst wurde, irgendwas stimmt hier nicht, noch bevor was nicht gestimmt hat. Das fand ich gut. Oh, das stimmt gut. Das nicht. Naja, also Escape Room 2 fällt für mich auf jeden Fall sehr stark hinter den ersten Teil zurück und vielleicht hätten sie es wirklich direct to, also der kam ja sogar kurz ins Kino, ne, wegen Corona lange, lange verschoben worden, der sollte eigentlich 2020 schon kommen. Da hätten sie vielleicht das Eisen noch ein bisschen schmieden können, wo es noch heiß war, aber dann durch die Verschiebung und jetzt, der fällt einfach zu stark zurück für mich. Also deswegen nur 4 Punkte von mir. Ich gebe ihm 6 Punkte, weil ich ihn schon ganz gut fand. Ja, und wer sich selber ein Bild machen kann, man kann ihn mittlerweile bei Amazon kaufen oder leihen, das haben wir ja auch getan. Ach so, zum Hinweis, wir hatten die Extended Version, man kann da verschiedene Sachen ausleihen, wir hatten die Extended. Aber hat auch nichts geholfen. Das, was da mehr drin war. Für mich jetzt. Für Kate schon. Also jetzt müsst ihr euch selber ein Urteil bilden. Und
Kate hat anscheinend Horror-Tage gemacht. Ja, hier. Ich hab's ja letzte Woche schon angedeutet. Ich habe Horror-Weeks gemacht. Und den Film, den ich jetzt noch auf der Liste habe, den kann man sehr schnell abhaken. Der war einfach nur scheiße. Und zwar rede ich von Saw Spiral. Der neueste Saw-Film ist, aber einfach nur Käse. Was an dem ersten Saw-Film noch richtig gut war, macht einfach Saw Spiral komplett falsch. Er ist total wirr erzählt und ich krieg schon die Story gar nicht mehr richtig auf die Reihe. Also irgendwie wird ein Typ in einem Bahn, also in so einer Untergrundbahn, an Händen und Beinen gefesselt und seine Zunge steckt auch in irgendwas fest. Und seine Aufgabe ist entweder, reißt du dir die Zunge raus und kannst dich dann befreien, oder der nächste Zug erfasst dich. Und das ging, genau, es ging dabei um Polizisten, die nicht ganz koscher sind. Also die halt auch mal Augen zudrücken und auch bestechlich und so sind. Das war einer von diesen Polizisten. Und er versucht, sich dann zu befreien, was natürlich unfassbar schmerzhaft ist. Aber er probiert's halt. Und im letzten Moment wäre meiner Meinung nach sowieso am Blutverlust gestorben, weil er sich ja die Zunge ausreißt, würde aber dann doch noch von der Bahn erwischt. Und auf diesen Fall wird ein Polizeirevier angesetzt, auf dem er selber arbeitete. Chris Rock? Aber die wissen noch nicht. Ach nee, Chris Rock ermittelt dann wahrscheinlich, oder? Der hat ja die Story irgendwie geschrieben. Also Chris Rock und Max Mingala, der Detective Zeke Banks und Detective William Shank ermitteln dann in diesem Fall, wissen aber am Anfang noch nicht, dass es ein Kollege von ihnen war. Und so kommen die halt nach und nach auf den Trichter, dass es halt darum geht, dass hier korrupte Cops sterben. Auf brutalste Weise. Und Samuel Jackson spielt auch noch irgendwie eine Rolle und der Vater von Chris Rock und war ja an den ursprünglichen Ermittlungen wohl mal beteiligt, in einem der alten Filme. Und es ist alles total verwirrend erzählt und viel zu schnell. Also der Film geht nicht arg lang, ich glaube, der geht nur knapp 90 Minuten. Und da passiert unfassbar viel. Ich kam gar nicht hinterher und es macht überhaupt gar keinen Sinn, diese Ermittlungsarbeiten, wie die da drauf gekommen sind und dann auch, wer hinter dem Ganzen steckte. Und die Saw-Fallen, die waren nicht mal ansatzweise so, dass du wirklich überleben konntest, ja. Also was du ja in den ersten und zweiten Teil von Saw noch hattest, waren, dass die unfassbar grausam waren, natürlich, aber du hattest immer noch eine reelle Chance, da rauszukommen, ja. Und das war jetzt halt in dem Spiral überhaupt nicht mehr der Fall. All seinen 10 Fingern an einem Board festgeklemmt, also festgeschnallt, und jeder Finger einzeln festgeschnürt. Und wenn er irgendwas nicht richtig macht, dann ziehen die Seile an seinen Fingern. Oh, das klingt ja alles nur nach Torture-Porn, oder? Übel. Das klingt jetzt aber so ein bisschen auch nach Jackass. Also da wird jemand fest. Nee, aber du siehst dann halt. Hingestellt und bei falschen Antworten. Also es wird sehr gut. Da hätten sie das Glied festgeschnallt. Also es wird sehr gut dargestellt, weil also du siehst auch alles. Also der reißt sich dann, die Finger werden dann ausgerissen und du siehst richtig, wie sich so Sehnen und Nerven langziehen, bevor sie reißen und so. Aber ich frage mich, ich habe mich dann halt in der Szene gefragt, ja, wie hätte denn das verhindern können? Du hast dem ja gar keine Zeit gegeben, irgendwas zu tun oder eine richtige Entscheidung zu treffen oder sich zu überlegen, was er machen kann. Klingt nach Torture-Porn, also wirklich nur übel. Einfach nur kaputt machen. Und das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Es war komplett stupide, schauspielerisch auch ehrlich gesagt nicht gut. Also sehr, 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 sehr enttäuschend. Sehr enttäuschend. Ich kann dem Film nicht wirklich viel abgewinnen, wirklich nicht. Ich gebe ihm auch nur 3 Punkte und das ist schon sehr wohlwollend. Okay. Hui. Ich wollte eigentlich auch noch mal reingucken, noch mal sehen. Ja. Klingt jetzt nicht gerade so überzeugend. Es ist wirklich nur Folter. Okay.
Bei dem nächsten Film, den ich noch vorstelle, finden wir mal ein bisschen so einen angenehmeren Ausgang von unseren Kritiken heute, nachdem wir Jackass, Scream, Escape Room und Saw hatten, kommt jetzt mal ein bisschen was Romantisches hier. Oh. Auf Sky läuft ein Film, der von Sky mit produziert ist. Der läuft, glaube ich, seit dem Valentinstag ungefähr, was auch so ein bisschen reinpasst in die Geschichte. Nämlich Book of Love heißt der Film mit Sam Book of Love, Sam Claflin. Ja. Ah, ich fand meinen Wortwitz ganz arg toll. Ich habe ihn gerade nicht gehört. Kannst du bitte nochmal wiederholen? Ich habe gesagt Book of Love Lafette. Okay. Nee, darum geht's nicht, sondern Sam Claflin spielt einen Schriftsteller in England und der hat ein Buch geschrieben. Das heißt Das sensible Herz, The Sensible Heart. Was Schriftsteller nee, Sensible so Heart heißt, glaube ich, nee, Sensible war, glaube ich, so ein False Friend. Das heißt nicht sensibel, sondern irgendwas anderes. Ne? Jedenfalls. Ja, der hat so ein Buch geschrieben, das ist so ein bisschen so ein verkopfter Liebesroman, wo aber nichts passiert, die Leute finden nicht zueinander, so ein typisches Arthouse-Film wäre das gewesen, ja, wo eigentlich gar nichts passiert und er hat das bei seiner Verlegerin und ja, da wurden nur eine Handvoll Bücher davon überhaupt verkauft und er geht aber trotzdem immer noch auf Lesereise in irgendwelche Bücherläden und liest da aus seinem Buch vor, wo dann irgendwie sich so ein, zwei Frauen vielleicht mal hin verirren und irgendwie 5 Minuten zuhören und dann wieder gehen oder sowas. Aber er ist selber immer noch so ein bisschen von seinem Buch überzeugt. Er hat auch Literatur studiert und alles. Und ja, irgendwann kriegt er dann mal den Anruf von seiner Verlegerin, dein Buch ist auf Platz 1 in Mexiko. Und okay, also wie kommt das? Ja, nee, irgendwie stehen die da auf dich und du musst da unbedingt hin zur Lesereise. Wir müssen das Eisen schmieden, solange wie es noch heiß ist. Und ja, also, weil er natürlich selber kein Spanisch kann, kriegt er dann auch so ein bisschen Leute noch zur Seite gestellt da. Er reist nach Mexiko und lernt dann auch die Übersetzerin kennen von dem Buch, die sich ein paar Freiheiten herausgenommen hat bei der Übersetzung, ist mal vorsichtig zu sagen. Also kurz gesagt, das ganze Ding ist so eine Soap-Opera mit viel Sex geworden. sein arthausiger Liebesroman. Also wirklich, und er merkt das dann, als er dort ankommt und muss relativ schnell schon zu so einer ersten Veranstaltung, wo er auf dem Podium sitzt und wo aus dem Buch vorgelesen wird, das ganze Publikum voll, sag mal so, ältere Frauen, ja, die quasi sich immer wenn sie ihn anschauen, so über die Lippen lecken und sonst was. Also es ist wirklich ein bisschen sehr drastisch dargestellt, die wirklich quasi ihn damit projizieren mit dem, was er da angeblich geschrieben hat, ja, und so. Und dann wird er natürlich von der Reporterin auch immer gefragt, so, ja, haben Sie das alles selber erlebt oder wie ist das und so. Und weil er natürlich davon ausgeht, dass es um sein Buch geht, so, was durchaus ein paar autobiografische Züge hat, antwortet er natürlich auch und das wären natürlich die ganzen Frauen alle sehr wuschig im Publikum und irgendwann, als dann aus dem Buch vorgelesen wird und die Übersetzerin, die ist dann auch gleichzeitig Dolmetscherin und das wird dann mit der Zeit ein bisschen schwierig, weil die Moderatorin von der Runde liest dann Stellen, ihre Lieblingsstellen aus dem Buch vor. Und die Frauen im Publikum werden alle ganz wuschig und sie übersetzt das dann, aber sie nimmt die Schärfe dann raus bei ihrer Übersetzung ins Englische. Und er denkt sich immer, was haben die hier alle und so. Und er findet es natürlich relativ schnell raus, was da passiert ist. Und dann muss er natürlich vor der Entscheidung stehen, spiele ich jetzt das Spiel mit oder liegt mir sehr viel an meinem Buch, wie ich es geschrieben habe und wie gehe ich damit um? Und letzten Endes ist dann eine riesen Lesereise auch durch Mexiko in irgendwelche kleinen Städte und mit ihrem kleinen VW-Käfer von der Übersetzerin und dann ist ihr Vater noch mit dabei. Und ja, das ist ein so ein bisschen lustigerer Roadtrip, der da entsteht. Und ich fand den echt amüsant. Also das hat mich gerade auch so in einer Situation erwischt, wo ich einfach mal hier ein bisschen abschalten wollte von dem ganzen Scheiß, der da in der Welt passiert. Und das war so ein bisschen, es ist jetzt ja nicht heile Welt in dem Sinne, weil es ja doch ein bisschen Drama da noch mit drin ist. Aber das war echt mal so ein schönes kleines Romantikfilmchen und wirklich echt mit witzigen Ideen. Und das war jetzt nicht so eine glossy Production aus irgendeinem, weiß nicht, Top-Studio aus Hollywood, sondern das war wirklich mal so eine
gefühlt eine kleinere Produktion, die auch mal so ein paar Wege einschlägt, die jetzt, die man in den großen Produktionen noch nicht so gesehen hat. Ein paar übliche Mechanismen greifen natürlich trotzdem, aber ein paar andere Sachen halt auch. Und deswegen fand ich den echt amüsant. Ja, also man kann den jetzt, wirkt so fast so ein bisschen trottelig naiv, so wie Hugh Grant in seinen Romantikfilmen damals. Wirkt da Sam Claflin, und ich fand, er hat das echt gut gespielt, und auch die weibliche Hauptrolle, die Maria Rodriguez, gespielt von Veronica Echegui, ich weiß nicht, wie die richtig ausgesprochen wird, sorry, die macht das auch echt gut. Seine Verlegerin spielt auch echt cool, wenn sie ihn immer irgendwo hinschickt und er hat da so Bedenken und so. Ja, echt ein cooles kleines Filmchen, den man da auf Sky gucken kann, Book of Love, und ganz amüsant. Kann ich empfehlen. Von mir 6,5 Punkte. Die restliche Kritik liegt so ungefähr bei 4 bis 5 Punkten, wenn ich so sehe, überfliege so die Moviepilot und Filmstarts und IMDb und sowas. Also ich liege da ein bisschen überdurchschnittlich, deswegen, wenn ihr da das Gefühl habt, das ist was für euch, dann guckt da mal rein, ansonsten lasst es links liegen. Ich werde auf jeden Fall reingucken, weil ich liebe ja Sam Claflin. Ich mag den. Ja, ich fand den. Hätte ich vielleicht nachher sogar noch reinschauen. Fand ich den Trailer ein bisschen pointierter irgendwie geschnitten auch. Der Film war jetzt nicht ganz so. Der Trailer hat mich ein bisschen mehr angefixt gehabt für den Film. Aber guck mal rein, ja. Okay, dann sind wir durch mit den gesehenen Filmen und schauen doch mal, was vielleicht neu anläuft diese Woche, wo wir vielleicht reingehen können. Kinocharts und Neustarts. Bei uns beginnen ja die Faschingsferien. Vielleicht läuft da irgendwas Cooles an gerade. Mal gucken. Moment. Da muss ich in meiner Pflicht als guter Beamter einschreiten und sagen, nein, wir haben keine Faschingsferien, wir haben bewegliche Ferientage. Ja, wie auch immer. Platz 5 auf jeden Fall in Stuttgart. In den Innenstadtkinos ist der Film Sing, die Show deines Lebens. Auf Platz, übrigens, zu singen, ganz kurz noch. Es gibt doch so ein paar Puschelohren. Und jetzt ist die große Frage an die Kate: Magst du auch so Koala-Puschelohren? Dann bringe ich dir nämlich am Montag welche mit. Von der Hauptfigur quasi. Was ist denn das für eine Frage? So ein Haarreif, der Ohren dran ist. Es sind Koala-Puschelohren. Ja, und die sind super flauschig. Ich will Koala. Ich glaube, die sehen auch an Robin sehr lustig aus, an unserem Hund. Okay, also. Sandpicks. Ich werde mir welche mitnehmen. Ja, Sandpicks. Ja, mach ich. All didn't happen. Ja. Platz 4 ist der laute, schnelle Hund Belfast. Ja. Den wir in der Sneak auch schon hatten. Sehr gut, ja. Platz 3, wunderschön. Da geht es erstaunlicherweise nicht um mich, das muss man auch mal gleich sagen. Platz 4, Tod auf dem Nil. Und wenn der übrigens von den Jackass machen wäre, würde der Kot auf dem Nil heißen. Jo, und Platz 1, nachdem es jetzt endlich im Gloria auch läuft, glaube ich. Nee, abends läuft es immer noch im EM. Mensch, was ist da los? Nee, warte mal, 2D Atmos, gleich mal klicken. Doch, Gloria, natürlich. Jetzt läuft es endlich im Gloria. Uncharted, jawohl. Also mir hat er echt viel Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, geht da mal rein, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schöner Action-Abenteuer-Quatsch-Film und hat viel Spaß gemacht. So, was läuft neu an? Oh, no. Es läuft neu an am 3.3. The Batman. Matt Reeves rollt die Geschichte der viel rezipierten DC-Figur neu auf und fokussiert sich mit Robert Pattinson in der Hauptrolle auf einen jüngeren Bruce Wayne. Von Matt Reeves mit Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell und weiteren. Ja, Trailer sah immer ganz nett aus, sieht sehr düster aus. Bin mal gespannt, was The Batman so zu bieten hat. Ich habe so ein Buch hier, das heißt auch Batman nur. Da sind so Geschichten drin, die andere Schriftsteller, die normalerweise nicht für solche Comics irgendwie Autoren gewesen sind, die da Geschichten geschrieben haben, die sich um Batman drehen. Das ist auch echt gut. Also ich meine, wenn sie da irgendwie die Qualität erreichen bei dem Film, das ist auch ein sehr, sehr düsteres Buch. Und, ich sag mal, na. Ja, das war ja eher so die 60er, 70er Jahre Quietschbunde. Batcat! Habe ich das überhaupt, das Buch? Steht ja, dann mache ich mal weiter mit der Pate. Ja, wieder Aufführung hier. Ja. The Card Counter.
bevor jetzt Oscar Isaac in den anderen DC-Film abtaucht, nee, ist nicht DC, Marvel, ne? Marvel macht der. Das ist eine Marvel-Serie, oh Junge. Spielt in einem Thriller einen ehemaligen Soldaten, der sich als Pokerspieler etabliert hat. Mit Oscar Isaac, Tiffany Haddish und William Dafoe. Willem Dafoe. Ich möchte mal nur sagen, also ich weiß noch nicht, was am Montag gesneakt läuft, aber mehr Schein als Sein. Mehr Schein als Sein? Das für könnte was sein, jetzt? Weil man darf ja eigentlich beim Pokern keine Karten zählen. So kann auch und wenn sein. Er so tut, als würde er das nicht tun, dann ist es mehr Schein als Sein. Weiß nicht. Kann ja jemand anders und mal Pokern tippen. Ich habe ja schon getippt hier. Ich tippe nicht immer als Einziger. Ebenfalls aber läuft an Cyrano. Die Musical-Adaption des Klassikers mit Peter Dinklage als Cyrano de Bergerac. Geil. Es könnte natürlich auch sein, dass The Batman läuft, weil wir hatten ja auch den Joker-Film. Deswegen möchte ich das mal auch nicht ausschließen. Kann sein. Man weiß es nicht. Okay, das läuft nicht wahrscheinlich. Das auch nicht. Das ist eine Dokumentation hier. Ja, aber Coppelia läuft bestimmt, oder? Echt? Das ist eine Komödie. Verfilmung des berühmten Ballettstücks des Star-Ballerinas und Balletttänzerin in Hauptrollen in animierter Kulisse von Stephen DeBoel und Jeff Tudor mit Michaela de Prince, Darcy Bucelle, Daniel Camargo und weiteren. Nee, ich glaube, der Rest läuft dann nicht an bei uns vielleicht. Ja, die polnische Liebeskomödie über zwei Nachbarn. Die auf der Suche nach der richtigen Partner für. Das ist total rassistisch, was ich hier mache. Übel. Sehe ich jetzt übel. Hier persönlich nicht bei den Neustarts, bei den Innenstadtkinos, aber gut. Tut mir sehr leid. Ja, ja, mal gucken. Mensch, da ist ja, ist da was dabei für das Ferienkino? Nee, eigentlich nicht. Naja, oder Batman? Beweglich. Hallo? Ja, aber nicht für Kinder oder sowas. Also Batman ist ja, na gut, ab 12 Jahren. Ab 12? Aber wer geht mit Kindern in einen 180-Minuten-Film? Boah, 180, ich sehe es gerade, 177 Minuten. Ja, fuck. Weil ich habe schon gelesen, dass da in manchen Kinos machen sie auch Pausen und so. Hm. Ja, das ist aber auch wieder albern. Naja, Andy vielleicht. Circus spielt übrigens auch mit. Vielleicht wäre es auch nicht so gut, wenn der in der Sneak läuft, weil Montagabend in 3 Stunden oder so. Ja, na, gucken. Okay. Ich kann ausschlafen am Dienstag. Echt? Ist wurscht. Ach so, du hast ja frei. Ja, ich hab ja beweglichen Ferientag. Okay. Gehen wir mal kurz rüber zu den News. News. Da gab es jetzt eine News, die ist so ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl. Also die hat es nicht in meiner üblichen Film-News-Bubble reingespült, aber die fand ich sehr interessant. Nämlich Apple fängt jetzt an, selber über seine Produktionsfirma Skydance Filme zu finanzieren. Und zwar wird das so ein Exklusivdeal werden. Das heißt, die Filme, die werden dann auch mal kurz oder lang im Kino laufen, je nachdem, wie die Chancen eingeschätzt werden, da Geld einzuspielen. Und dann werden diese Filme exklusiv auf dem Streaming-Service von Apple TV Plus laufen. Das heißt, da wird es dann nicht so sein, dass dann die Filme so durchgereicht werden und irgendwie bei allen mal irgendwie erscheinen, sondern das wird dann wirklich so ein Exklusiv-Deal sein. Denn mal ehrlich, Apple ist so ein bisschen im Hintertreffen, was den Content angeht. Da sind andere Streaming-Services viel, viel weiter vorn. Und es wird langsam Zeit, fand ich, dass die so ein Output-Deal machen und sich da Sachen wirklich exklusiv sichern oder auch mal Serien richtig, also richtig Top-Serien, also ich rede jetzt nicht von Morning Show oder von Ted Lasso oder so, die natürlich auch top waren, keine Frage, aber es ist einfach viel zu wenig Content im Vergleich zu dem, was du da bezahlst und was andere für ähnliches Geld da liefern. Ich denke nur an eine Schwemme von Star Wars-Serien oder Marvel-Serien und was nicht alles, ne? Was da andere haben oder Netflix, da kommt ja fast täglich irgendwas Neues. Ja. Da ist Sky ein bisschen im Hintertreffen. Bin echt gespannt. Soll ja auch irgendwie noch, also Netflix produziert ja quasi mit demselben Studio auch eine Serie, steht hier unten auch mit drin, eine Terminator-Serie und eine Agentenserie mit Arnold Schwarzenegger, wahrscheinlich so basierend so ein bisschen auf True Lies. Das wird auch sehr spannend, was da kommt. Okay. Ich werde es mal mit verlinken, die News, und in die Shownotes mit reinschreiben. Und jetzt schauen wir doch mal in die Serien. Auch eine Exklusivserie gerade aktuell. Ja. Yeah. Serien.
ich habe für euch in die Serie Pam und Tommy reingeschaut, die es jetzt auf Disney Plus gibt. Ich habe sie noch nicht fertig. Ich habe tatsächlich erst damit angefangen. Aber ich wollte euch kurz erzählen, was ich bisher sehr cool an der Serie finde. Und zwar, ich hatte irgendwie erwartet, dass es komplett aus dem Blickwinkel von Tommy und Pam erzählt wird. Was aber tatsächlich nicht der Fall ist. Denn in den ersten zwei Folgen wird es aus der Sicht eines Handwerkers erzählt, gespielt von Seth Rogen, der wütend ist auf Tommy Lee und deswegen nachts in seine Garage einbricht und einen Tresor klaut und in diesem Tresor dieses ominöse Sextape von Pamela Anderson und Tommy Lee findet und daraus dann versucht, Geld zu machen. Und diese Rückblenden, wie zum Beispiel wie Tommy Lee und Pamela Anderson sich kennengelernt haben und so, das ist richtig, richtig tiefer 90er-Vibe. Ey, das ist so gut. Ich war wieder voll in den 90ern. Ich war wieder ein kleines Kind und ich habe Baywatch geguckt und das ist so, so, so gut. Und die Besetzung, grandios. Also abgesehen von Seth Rogen, der diesen Handwerker spielt, haben wir halt Sebastian Stan als Tommy Lee in einer Darstellung, einer Rolle, in der ich ihn noch nie gesehen habe. Ich glaube, der konnte da richtig feiern, richtig aus sich rausgehen und einmal durchdrehen. Und Lily James spielt Pamela Anderson und die spielt es auch richtig, richtig gut. Wie gesagt, ich habe noch nicht alles gesehen. Ich habe erst angefangen mit der Serie, aber ich bin jetzt schon ziemlich, ziemlich angefixt davon, weil die wirklich sehr, sehr viel Charme hat und teilweise sehr lustig ist, aber auch dir die Augen so ein bisschen öffnet. Und wie gesagt, dadurch ist anfangs, ich weiß nicht, ob es so bleibt in der Serie, aber anfangs aus dem Blickwinkel dieses Handwerkers eben erzählt wird, erkennt man halt den Größenwahnsinn hinter Tommy Lee und der halt einfach total sein Rockstar-Image geführt hat und so. Das, also ich muss sagen, ich bin angefixt, ich werde das zu Ende gucken und kann es jedem empfehlen, der einfach mal Bock hat auf so einen Blödsinn, ehrlich gesagt. Hast du einen guten Witz liegen lassen, ne? Jetzt sagen Warum? Müssen, die Serie ist nicht aus dem Blickwinkel von Tommy Lee, so wie das Video, sondern ja. Oh, du lachst gerade, oh, du weißt Bescheid. Okay. Hey. Oh. Ich ziehe sämtliche Hüte. Ne? Ja, also, oh, der kam unerwartet. Wie Tommy Lee in meinem Video. Ich habe es zwar nie gesehen, aber ich nehme das an. Oha. Oh Mann. Super, jetzt haben wir Sexismus und Rassismus in einer Sendung. Hervorragend, Mensch, läuft heute bei uns. Ich hab letztens einen Podcast auch gehört, einen englischen Serienpodcast, die haben auch drüber gesprochen und die haben gesagt, wisst ihr, was jetzt richtig scheiße ist? Wenn man jetzt das Video mal sehen will, das Pam und Tommy Video, jedes Mal, wenn du das bei Google oder bei der Suche irgendwo eingibst, um das zu sehen, kommst du immer bei der neuen Serie raus, du findest das Video nicht mehr. Ja, das ist natürlich perfekt dann gemanagt, muss man auch sagen. Ja, ich glaube, Pam und Tommy steht auch irgendwie auf der Liste für Fortsetzungsfolge. Wir werden bestimmt auch irgendwann mal gucken. Aber nicht in der nächsten Folge, da kommen andere Sachen dran. In der nächsten Serie besser gesagt. Was denn? Was denn? Doch, warte. Ach, tatsächlich, ich könnte ja, haben wir ein bisschen Zeit, wie sind wir? Nee, schon sind über eine Stunde. Nee, dann rede ich nicht drüber. Ich habe die ARD-Serie ZERF, Z-E-A-V geschaut. ZERF, Zeit der Abrechnung. Die ist sowas von verdammt gut, habe ich komplett durchgebinged. Spielt so in der Nachwendezeit über die Verbrechen, die da passiert sind, so eine Spezialeinheit, okay, die da ermittelt. Wahnsinnig gut, kann man in der ARD-Mediathek gucken. Dann haben wir noch. Was ich ja beim Erik total mag, ist, nee, wir haben keine Zeit, aber ich erzähle es trotzdem. Ne, ich habe nur einen Satz. Undercover haben wir noch, Netflix-Serie über Drogenbarone aus Belgien oder Niederlande oder sowas. Und Inventing Anna, okay, die hatten wir ja schon. Ja. Genau, das alles in der nächsten Folge Fortsetzung folgt. Jetzt machen wir allerdings weiter mit der Rätselecke. Ding. Rätselecke. Warum ist das Fenster heute so komisch hier? Warum muss ich so weit rüber mit der Maus? Ding. So, Rätselecke. Ja, flackst du nur. Mal gucken, ob du was weißt hier. Ich flex dich gleich weg, mein Freund hier.
Okay, dann hast du jetzt auch gleich schon gewonnen, dass du als erstes eine Antwort sagen musst. Ja, also, so läuft das nämlich. Also, pass auf, richtig oder falsch? 42, so, und jetzt guckst du doof aus der Wäsche, ne? Pass auf, richtig oder falsch? Die erste Frage ist aus der Rubrik, ist das richtig oder ist das falsch? Soll ich dir Antwort geben, bevor du die Frage stellst, dann wird es richtig peinlich. Hör doch einfach mal zu. Ruhe jetzt hier in der Klasse. Harry Potter. Sonst komme ich mit dem Holzlineal. Ja. Der Film Ein Königreich für ein Lama, kennt ihr den? Ja, ne? Ja. Oh ja, ich habe den königlichen Groove. Hatte das ursprüngliche Ende, dass alle in den Weltraum geflogen sind. Ist das richtig oder falsch? Das ist falsch. Das ist ein Quatsch. Das passt mit dem Weltraum, passt da gar nichts zusammen. Das ist falsch. Es ist so abstrus, das könnte wahr sein. Nein, es ist falsch. Im ursprünglichen Ende, es hatte aber doch ein anderes Ende, nämlich das ursprüngliche Ende, hatte der Herrscher den Regenwald abgeholzt, um dort einen Themepark zu bauen. Sting, der maßgeblich am Film beteiligt war für die Musik und sich für die Rechte indigener Völker einsetzt, hatte gedroht, das Projekt sofort zu verlassen, wenn das Ende so bleibt. Und daraufhin wurde das Ende zu dem geändert, was wir kennen. Guter Mann, also, Sting. Ein Punkt für Chris. Gibt es auch mal schwere Fragen hier, oder? Na komm. Also, die schwere Frage an Kate zuerst. Okay. Aber da kriegst du Multiple Choice, ja. Wie lautet der, könnte man vielleicht sogar wissen, wie lautet der zweite Vorname von Bruce Willis? Heißt der Walter, heißt der Arthur oder heißt der Hermann? Arthur. Bruce Willis hat doch deutsche Vorfahren. Deswegen glaube ich, dass es. Warte, was hast du gesagt? Hermann war es nicht, aber das andere. Was warst du gesagt? Walter, Arthur oder Hermann? Weil ich glaube nämlich, Bruce ist gar nicht der erste, sondern ja, das ist sogar der zweite. Ich glaube nämlich, dass er Walter heißt. Walter Bruce, weil er hat ja deutsche Vorfahren. Walter ist richtig. Ich, sehr gut. 2-0. Kate, das kannst du eigentlich nicht mehr schaffen jetzt. Ja, ja, ich weiß. Ich möchte ganz kurz eine Frage nach den schweren Fragen wiederholen. Das wird jetzt knapp. Dann darfst du jetzt die schwere Frage beantworten. In den Filmklassikern Casablanca, Blade Runner und Pretty Woman A. sind die jeweiligen Regisseure kurz im Film zu sehen? B. ist jeweils im Soundtrack ein gleiches Musikstück zu hören? Oder C. wird jeweils eine Partie Schach ausgetragen? Da wird Schach gespielt. Welche Filme nochmal? Casablanca, Blade Runner und Pretty Woman. Ich glaube, dass da die Regisseure kurz zu sehen sind. Nee, es war tatsächlich der Schach. Also Chris hat heute völlig abgeräumt hier. Das war übrigens eine Frage aus, wer weiß denn sowas? Tatsächlich, die letzte Frage. Tja, ich weiß sowas. Genau, die Filmfrage. Pause. Ja, sehr gut. Das war ja auch. Aber okay. Bonusfrage. Ist aber nett, dass du die Einsteigerfragen genommen hast. Die Schätzfrage, die werde ich auch noch mit verbraten, weil die hat was mit Jackass zu tun. Wie viele Jackass-Folgen gibt es eigentlich? TV-Folgen? Oh Gott. Alle. Ja. Schmeiß eine Nummer. 160. Oh Gott, so viel gibt es, glaube ich, nicht. Genau. Ich habe gefühlt immer die gleichen gesehen. Ich hätte jetzt gesagt so 75. Genau, ihr seid ungefähr auf demselben Ding gewesen wie ich, bevor ich mir die Antwort ergoogelt habe. Es sind tatsächlich sehr, sehr wenig. Es sind nur 25 Folgen, aber dadurch, dass es immer verteilt lief und mit viel Werbung, hat man immer gedacht, es ist wesentlich mehr. Es gibt 3 Staffeln und es gibt insgesamt 25 Folgen. Ja. Krass. Chris, du hast gewonnen. Dein Applaus. Danke. So, wunderbar. Habe ich gewonnen oder habe ich einfach zerstört hast du. Komplett zerstört. Na, du Nerd. Wenn weißt du, auch was mal noch schlimmer ist als ein schlechter Verlierer? Ein schlechter Gewinner, aber ich bin doch gar kein, mieser Gewinner. Ich bin doch, also. Lass mal Chris mal die Freude. Der hat so oft nicht gewonnen hier. Also, der ist so durch so ein Tal der Tränen gegangen in den letzten Wochen hier. Ich bin ja dafür, dass das Kate ein Ich war auch dabei Pokal bekommt.
Wie ist das damals, dieser Sportwettkampf, genau, im Westen hier, genau. Im Westen? Ne, doch, wir hatten die Bundesjugendspiele. Ja, nee, das hieß bei uns anders. Also es gab zum einen Spartakiade und dann gab es noch irgendwas. Spartakiade von Spartakus, glaube ich. Ja, ohne Witz, was habt ihr da gemacht? Habt ihr da irgendwelche Völker runtergetreten und geschrieben, dass es Sparta oder was? Es gab auch sowas mit diesem Sportwettkampf, wo man alle möglichen Sachen machen musste. Das hieß aber, glaube ich, immer Sportfest oder sowas. Und da hatte man dann auch so eine Urkunde oder sowas bekommen, ja. Stimmt. Aber so dieser, das andere gab es nicht. Gut, Mensch, da sind wir ja durch für heute und haben jetzt nur noch ein paar Musiktipps, die man finden kann auf der Kinocast Songs Playlist. Music. Kate, was hast du denn? Ich habe diesmal mir früher Gedanken gemacht als sonst und habe mir daher einen schönen alten Song von The Fray ausgesucht, You Found Me. Mhm. Okay, ich muss gerade husten. Chris, was hast du? Ich habe passend zur aktuellen Lage in der Welt von Westernhagen, Freiheit. Ja, ich habe auch die Lage der Welt zum Anlass genommen, von John Lennon Imagine drauf zu packen. Und das kommt alles auf unsere Kinocast-Songs-Playlist und dann hoffen wir, dass vielleicht nächste Woche das alles schon wieder ein bisschen besser aussieht. Und ja, wünschen euch alles Gute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Wieder. Der Kinocast.